أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد Alles Lob gebührt Allah, den Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, an diesem gesegneten Freitag werden wir inshallah ta'ala eine Reihe fortführen, mit der ich vor einiger Zeit begonnen habe, und zwar über die Krankheiten der Umma, Amrad al-Umma. Darüber werden wir sprechen, liebe Geschwister. Und wir haben schon bereits erwähnt, dass der Jahl, die Unwissenheit, eine der größten Übel in dieser Umma ist, dass auch das Vermischen zwischen Männern und Frauen ebenfalls eines dieser Übel ist. Und heute, bi'idhnillahi sami' al-alim, sprechen wir über die Neuerung im Islam, über die Bid'ah. Allah Azza wa Jal hat dieser Umma etwas gegeben, was er keiner Umma zuvor gegeben hat. Allah Azza wa Jal ist barmherzig mit dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. So sagt er uns im edlen Buch, und diese Wörter sind verzeichnet bis zum Tage, an dem Allah Azza wa Jal den Koran hinwegnehmen wird, liebe Geschwister. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. Heute, oh ihr Muslime, seid stolz auf diesen Tag, habe ich euch eure Religion vervollkommnet, vervollständigt. Ich habe meine Gnade an euch vervollständigt. Und höre gut zu, Diener Allahs, und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Wörter von Allah Azza wa Jal. Wie kannst du nicht zufrieden sein mit dieser Religion, die Allah Azza wa Jal auserwählt hat? Und er selber ist der Gesetzgeber dieser Religion. Wie viele der meisten Muslime sehen wir in dieser Zeit, die diese Religion anders leben als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit dieser großartigen, gewaltigen, vervollständigten Religion gekommen ist, liebe Geschwister. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und Allah Azza wa Jal sagt, dass er zufrieden ist mit dieser Religion. So sagt Aisha radiallahu anha über diese gesegnete Aya, liebe Geschwister. Sie sagt, man za'ama anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama katama shay'an min kitabillahi Azza wa Jal faqad a'zama ala Allahi al-firyah. Derjenige, der behauptet, dass der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, etwas vom Buche Allahs versteckt hat, der hat eine gewaltige Lüge über Allah gesagt. Allah sagt, und ich habe die Religion vervollkommnet. Wer ist da? Ganz gleich, wer dieser Mensch ist. Und sagt, es gibt etwas, was in dieser Religion fehlt. Und das machen viele Leute indirekt, ohne dass sie es sagen. Sie erfinden Taten, womit der Islam nichts zu tun hat, und bringen diese Taten in den Islam herein, bis zu einer Zeit, in der wir heute leben, so dass die Menschen denken, diese Sache ist eine Sunna. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in unserer heutigen Zeit leben würde, er würde nichts mehr von dieser Religion wiedererkennen. Alles Bid'ah, was in der heutigen Zeit gemacht wird. Du wirst die wenigsten Leute sehen, die heute noch auf der Sunna
des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befestigt sind. Ey Wallah, wie wenige sind sie. Und nicht nur, dass sie wenig sind, sie sind Fremde in dieser Nation geworden, so dass die Leute sie komisch angucken, obwohl sie nichts anderes tun, als die Praktizierung der Religion, womit der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, während die anderen die Neuerung in diese Religion hereingebracht haben, Wallahi, mit den Augen der Sunna betrachtet werden. Möge Allah uns immer auf der richtigen Religion befestigen. Das ist das Problem, was wir in dieser heutigen Zeit haben, liebe Geschwister. Aisha radiallahu anha, sie sagt, derjenige, der behauptet, dass der Gesandte Allahs etwas vom Buche Allahs versteckt hat, wo Allah diese Religion vervollständigt hat, der hat über Allah eine gewaltige Lüge ersinnt. Und dann hat sie die Ayah gelesen, im Koran al-Karim, Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhal Rasul, balligh ma unzila ilayka min Rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalata, wallahu ya'sinuka minan nas. O du Gesandter, eine Ansprache von Allah an den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Verkünde das, was Allah dir gegeben hat. Verkünde die Offenbarung Allahs. Und wenn du das nicht tust, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dann hast du diese Nachricht nicht überbracht. Und ich bezeuge von der Mimba des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er hat uns die gesamte Nachricht überbracht. Ey Wallah. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hat den Auftrag von Allah bekommen und Allah hat ihn geschützt vor allem Übel, liebe Geschwister, weil Allah Azza wa Jal diese Religion vervollkommnet hat, vervollständigt hat. Und wehe dir, o Diener Allahs, dass du etwas anderes behauptest, als was Allah dir sagt im Koran. Allah sagt, er hat diese Religion vervollständigt, dann kommst du und sagst, nein, da wäre doch diese und jene Tat, die wir in diese Religion hereinbringen können. Nein, o Diener Allahs. Imam Malik, rahmatullah alayh, einer der größten Gelehrten, er sagte, man ibtada'a fil islami bid'a. يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Derjenige, der im Islam eine Neuerung begeht, eine neue Tat erfindet, so hat er behauptet, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم die Botschaft verraten hat. Hat Allah dir nicht gesagt, dass er die Botschaft vervollständigt hat? Wenn du sagst, nein, Wallahi, dann behauptest du, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Nachricht, diese Botschaft verraten. Und was für ein übler Mensch das sein muss, der so etwas sagt. Liebe Geschwister, was ist die Bid'ah? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses erstmal verstehen. Die Bid'ah, sagen die Sprachgelehrten, liebe Geschwister, in der sprachlichen Bedeutung, so entstand das dem Verb Bada'a. Bada'a bedeutet, dass man etwas Neues tut, dass man etwas Neues erfindet. Und dieses ist ohne vorhergehendes Beispiel. Deswegen sagen die Gelehrten, derjenige, der etwas erfindet, was kein Beispiel davor gehabt hat, so hat er eine Bid'ah im sprachlichen Sinne gemacht. Allah Azza wa Jal sagt, Badi'u samawati wal ard. Er ist derjenige, der die Himmel und die Erden erschaffen hat. Auf einmal, ohne vorhergehendes Beispiel. Lasst uns hören, wer reich ist und wer mächtig ist und wer stark ist, hat jemand von den Geschöpfen jemals behauptet, dass er die Himmel und die Erde erschaffen hat? Niemand wagt sich das zu tun. Ganz gleich, welche Stellung er in dieser Menschheitsgeschichte hatte, liebe Geschwister, niemand traut sich zu sagen, dass er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Wallah, jeder würde diese Person auslachen, weil er selber weiß, er würde dazu nicht imstande sein. Bada'a ist das Verb, liebe Geschwister, davon leitet sich die Bida'a ab und es heißt auch Tab, das heißt, dass man ermüdet. Und Wallahi, diese Tat ist nichts anderes als Ermüdung, denn sie wird verloren gehen. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa arda, als er einmal gesehen hat, dass die gesamten Menschen, liebe Geschwister, sich hinter einem Imam versammelt haben, hinter Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu wa arda, der bekannt war, dass er eine besondere Stärke im Koran hatte, er hat als Imam vorgebetet für die Menschen. Dann sagte Umar radiallahu an, als er die gesamten Menschen hinter Ubay ibn Ka'b beten gesehen hat, Ni'matul Bid'ah hadhi, dieses ist eine schöne Bid'ah, dieses ist eine schöne Neuerung. Das, was Umar ibn al-Khattab radiallahu an gesagt hat, ist hier im sprachlichen Sinne zu verstehen. Denn Umar ibn al-Khattab radiallahu an war alles andere als Erneuerer. Er hat sich strikt an die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehalten.
Diese Überlieferung bringen viele der Mubtadi'in, der Erneuerer, um zu beweisen, dass jeder in diese Religion etwas hereinbringen kann. Nein, Umar ibn al-Khattab radiallahu anh hat diese Religion nicht erneuert, liebe Geschwister, sondern als er gesehen hat, alle beten wieder hinter einem Imam, dann wusste er, so war es in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er im Ramadan, im Tarawih-Gebet, die gesamten Muslime geführt hat. Und er kam 3 bzw. 4 Tage heraus, der Überlieferer war sich unsicher. Und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. dies nicht weiter fortgeführt, weil er Angst hatte, dass Allah azza wa jal dieses Gebet zu einer Pflicht für die Umma machen konnte. Aber als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, so hat Allah azza wa jal dieses nicht mehr vorgeschrieben. Denn mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch die Offenbarung geendet, liebe Geschwister. Umar ibn al-Khattab sagte, was für eine schöne Bid'ah. Die Leute der Erneuerung, der Gelüste, nehmen diese Überlieferung und sagen, schaut mal, Umar hat selber die Bid'ah gelobt und deswegen gibt es eine gute Bid'ah. Wir sagen ihnen, du solltest erstmal verstehen, dass Umar ibn al-Khattab nur etwas fortgeführt hat, was wer angefangen hat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam er nicht raus zu den Menschen und hat für sie vorgebetet? Er wallah, so ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Und Umar radiallahu anh hat einfach nur fortgeführt, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam begonnen hat. Und wir sagen ihnen noch eine Sache. Wenn auch Umar etwas Neues gemacht hätte, wir würden es von ihm akzeptieren, aber nicht von dir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man ya'ish minkum ba'di, سيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der nach mir kommen wird, der mich überleben wird, so wird er viele Meinungsverschiedenheiten hören. Und das haben wir in der heutigen Zeit. Wir haben 3 Muslime und 10 Meinungen. So wird er viele Meinungsverschiedenheiten hören. So sagte er weiter, dieses ist eine Dalala, ein Irrgehen. Hast du das verstanden, O Diener Allahs? Ein Irrgehen. Das hat mit der Sunna nichts zu tun. Also sagte er weiter, فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ. Derjenige, der eine Zeit erreicht, in der die Menschen viele Meinungsverschiedenheiten haben, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي. So soll er an meiner Sunna festhalten. Wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyin. Und er soll auch an der Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa festhalten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Umar bestätigt. Und auch Abu Bakr bestätigt. Und auch Ali bestätigt. Und auch Uthman bestätigt. Selbst wenn sie eine neue Sache gemacht hätten, ist es anders, als wenn du es machst. Sie wurden bestätigt, du nicht. Und trotzdem, obwohl wir ihrer Sunna folgen sollen, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, so weiß Allah am besten, dass diese Leute nichts anderes als Befolger waren. Ey wallah. Willst du etwas Neues hereinbringen und mit Umar argumentieren, der einer der rechtgeleiteten Khulafa war, einer, der nur strikt nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat, o Diener Allahs? Schau, was der Sohn von Umar, der von Umar radiallahu an, erzogen wurde. Er war, Abdullah ibn Umar, eines Tages mit einem Mann zusammen. Dieser hat genießt, Hatschim hat er gemacht. Dann sagte er, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alles Lob gebührt Allah und der Segen und der Friede seien auf dem Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar radiallahu an, der gewusst hat, das ist keine Sunna, er sagte zu ihm, ma hakadha, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das nicht beigebracht. Sondern er hat uns beigebracht, dass wir einfach nur sagen, Alhamdulillah. Schaut mal, was ist so schlimm, würde einer denken über diese Worte. Einer würde sich sagen, was ist so schlimm, dass wir sagen, Friede und Segen seien auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich werde es dir sagen, was so schlimm daran ist. Keiner hat uns dieses in der Religion beigebracht, das ist schlimm genug. Haben wir nicht eine vervollkommnete Religion? Haben wir nicht eine vollständige Religion? Was reicht dir nicht in dieser Religion? O Diener Allahs, höre, er sagte, sag nur Alhamdulillah. So hat uns der Gesandte das beigebracht und nicht Segen und Frieden auf den Gesandten Allahs, obwohl das schöne Worte sind. Tayyib. Schöne Worte. Geht es darum, und das ist das Problem in der heutigen Zeit, dass manche Leute eine Bid'ah, eine Neuerung begründen, mit was, liebe Geschwister? Mit der Schönheit. Wir sagen im Gebet nicht Allahu Akbar, um das Gebet zu
eröffnen, sondern wir sagen, La ilaha illallah. Haben wir ein Gebet? Ist das Gebet gültig? Das Gebet ist ungültig. Denn wenn wir nicht mit dem Takbir das Gebet eröffnen, dann ist das Gebet ungültig, liebe Geschwister. Denn das ist eine der Säulen, liebe Geschwister. Und deswegen verstehe eine Sache, o Diener Allahs. Diese Religion braucht für jede Handlung, die du machst, einen Beweis. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. So gibt euren Beweis her, wenn ihr wahrhaftig seid. Und das Argument, dass diese und jene Tat eine schöne Tat ist, Abdullah ibn Umar hat dieser Meinung den Kopf abgeschlagen. So sagte er, كُلُّ بِدَعْتٍ ضَلَالَ وَإِنْ رَعَاهَا النَّاسُ حَسَنًا. Jede Neuerung ist ein Irrgehen, selbst wenn die Menschen es als etwas Schönes betrachten. Wirst du immer noch sagen, die Sache ist schön. Die Sache hat nichts mit schön zu tun. Liest du im Gebet, wenn du die Fatiha lesen musst, stattdessen machst du Dhikr und sagst, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ist das nicht der Tauhid, mit dem alle Propheten gekommen sind? Wenn du diesen Tauhid an diese Stelle bringst, statt die Surah al-Fatiha zu lesen, Wallahi, dein Gebet ist ungültig. Wo ist die Schönheit, o Diener Allahs? Wo ist die Schönheit? Wenn du Dua machst, dann hebst du die Hände. Machst du das auch im Sujud? Wenn du Dua machst, hebst du da auch die Hände? Jede Handlung im Islam braucht ihren Beweis, liebe Geschwister. Und so hat uns die Religion das beigebracht. Lasst uns darüber reden, welche Gefahr von der Bid'a ausgeht. Erstmal, die Bid'a löscht alle deine Taten, o Diener Allahs. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden uns ihren Taten zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. Ich übersetze dir diese Aya. Jede Tat, die du ohne Ikhlas machst, bedeutet ohne Aufrichtigkeit gegenüber Allah. Und wir beschuldigen niemanden. Das ist eine Sache zwischen ihm und Allah Azza wa Jal. Das ist die erste Voraussetzung, dass überhaupt deine Tat angenommen werden könnte. Dann kommt noch eine zweite Voraussetzung und das ist die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie nicht gegeben ist, dann sei dir sicher, du wirst diese Tat nicht bei Allah azza wa jal gut geschrieben bekommen, weil du diese Tat ohne die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hast. Also, Allah löscht deine Taten. Und Allah Azza wa Jal sagt, هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Sollen wir euch über die größten Verlierer etwas berichten? Das sind diejenigen, die mit ihren Taten in der Dunya in die Irre gegangen sind. Sie und ihre Taten, beides in der Irre, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, während diese Leute meinen, dass sie etwas Gutes bei Allah zu erwarten hätten. Und wir haben viele Leute, die meinen, dass sie bei Allah etwas Gutes zu erwarten haben. Wir haben die Sufis, sie strengen sich auch an beim Tanzen. Sie tanzen 2 Stunden durch. Ta'ab, Ermüdung. Aber was danach? Werden sie von Allah Azza wa Jal belohnt werden? Es gibt Leute, die machen nach den Kreisen, nachdem das Gebet beendet ist, gemeinsam Dua und lobpreisen Allah gemeinsam eine Bid'a, die sich unter den Menschen verbreitet hat. Ey Wallah, du ermüdest nur bei dieser Tat. Also unterlass sie, o Diener Allahs. Denn diese Tat ist nicht bestätigt von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es wurde bestätigt, dass du lobpreist. Ja, aber du alleine. Und das ist ein Unterschied, ob du etwas alleine machst oder in der Gruppe machst. Wie viele Leute treffen sich heute zu Qiyam al-Layl einmal im Monat, einmal in der Woche? Qiyam al-Layl existiert in unserer Religion und ist bewiesen, liebe Geschwister. Aber dadurch, schaut mal, was sie ändern. Sie ändern einfach den Grund, dass sie dieses Gebet nicht mehr alleine machen, so wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, sondern dass sie sich regelmäßig mit Gruppen treffen, um dieses Gebet zu verrichten. Dieses ist zu einer Bid'a geworden. Möge Allah azza wa jal uns bewahren. Das erste ist, dass Allah azza wa jal deine Tat in die Irre gehen lässt. Der zweite Punkt, und das ist eine Gefahr der Bid'a, ist, lieber Diener Allahs,
dass Allah Azza wa Jal dich am Tage der Auferstehung nicht von der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam profitieren lässt. Ey Wallah, du wirst keinen Anteil an der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben. Und er würde an diesem Tag normalerweise ein gutes Wort für dich einlegen. Höre, was passieren wird am Tage der Auferstehung. Die Menschen, sie werden zu verschiedenen Propheten gehen. Und dann werden sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen. Und er hat das größte Becken am Tage der Auferstehung sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute kommen, um von seinen gesegneten Händen zu trinken. O Diener Allahs. Dann wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Leuten etwas zu trinken geben wollen. Aber dann sieht er, wie die Engel diese Leute greifen und sie in das Höllenfeuer zerren. Er sagt, Rabbi, Ashabi, oh mein Herr, meine Gefährten, meine Freunde, was macht ihr mit ihnen? Sie gehören zu meiner Umma. Dann wird zu ihm gesagt, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben. Dann sagt er, suhkan, suhkan, ay, bu'dan, bu'dan, liman ghayyara ba'di. Weg mit ihnen, die nach mir geändert haben. Diese Leute haben nicht meine Sunna befolgt, also heute trennen sich unsere Wege. Man raghiba an sunnati, falaysa minni. Derjenige, der sich von meiner Sunna entfernt, so hat er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nichts zu tun. Höre, derjenige, der sich von meiner Sunna entfernt, so hat er mit mir nichts zu tun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagt sich von dir los, o Diener Allahs. Allahu Akbar. Dritter Punkt, und das ist eine Gefahr der Bid'ah, liebe Geschwister, ist, dass die Bid'ah schlimmer ist als die Sünde. Ein Fasiq hat nicht mal die Stellung wie du, der du eine Bid'ah machst. Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, er sagt, al-Bid'atu ahabbu ila shaytan min al-Masiyah. Die Bid'ah, die Neuerung, ist dem Shaytan lieber als die Sünde. Wisst ihr, dass Salaf-Gelehrten gesagt haben, Wallahi, dass mein Sohn mit einem Fasik herumläuft, der aber die Sunna praktiziert, es ist mir lieber, selbst wenn sein Freund ein Alkoholiker ist, einer, der das Üble tut, es ist mir lieber, als er, dass er mit einem Mubtadi' läuft, mit einem, der Neuerungen in der Religion macht. Die Bid'ah ist dem Shaitan lieber als die Sünde. Wenn du Sünder begehst, möge Allah uns bewahren, wenn du Alkohol trinkst, wenn du Sünden machst, du weißt, dieses ist falsch. Und wenn Allah dich recht leitet, dann kehrst du irgendwann zum geraden Weg zurück. Aber wer sagt dir bei der Bid'ah, dass dieses falsch ist? Nein, du steigerst dich sogar immer mehr herein, bis du einen Zustand erreichst, wo du dich mit dieser Bid'ah Allah Azza wa Jal nährst. Und du entfernst dich nur von Allah und nährst dich ihm nicht, o Diener Allahs. Ebenfalls eine Gefahr der Bid'ah, liebe Geschwister, ist, dass die Sünden nicht nur auf deinem Rücken lasten, sondern die Sünden all derjenigen, die dir bei dieser Bid'ah gefolgt sind. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, man da'a ila dalala. Derjenige, der zu einem Irrgehen ruft, wal'iyadu billah. Man da'a ila dalala. Kana alaihi min al-wizri mithlu awzari man ittaba'a. Er hat die Lasten derjenigen zu tragen, die ihm bei der Sünde, bei diesem Irrgehen gefolgt sind. Du trägst nicht nur deine Bid'ah, nicht nur deine Neuerung. Und das wäre schwer genug am Tage der Auferstehung. Du trägst die Neuerung all derjenigen, die dir gefolgt sind in dieser Bid'ah. Und wie viele Leute haben in dieser Zeit die Bid'ah kreiert? Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أو دين الله wie viele der sogenannten Muslime gibt es in dieser heutigen Zeit? Er sagt dir, die Traditionen sind wichtiger als alles andere. Die Sitten sind wichtiger als alles andere. Die Bräuche sind wichtiger als alles andere. Allah Azza wa Jal, er hat eine deutliche Antwort auf diese Leute. Und er sagt uns, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was
was von Allah herabgesandt worden ist, der Beweis. Koran und Sunna. Koran und Sunna. Und nicht irgendeine Person, die man nicht kennt. Koran und Sunna, o Diener Allahs. Ganz gleich, wer etwas in dieser Religion sagt. Aber Koran und Sunna sagt etwas anderes. Wallahi, nimmer darfst du diesen Menschen folgen. Nimmer, weil du ein Befolger der Religion bist und nicht von irgendwelchen Personen, die fehlerhaft sind. O Diener Allahs, wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was euch von eurem Herrn offenbart worden ist, dann sagen sie, vielmehr folgen wir unseren Vorfahren, unseren Vätern. Mein Vater hat mir das so beigebracht. Mein Opa hat mir das so beigebracht. Mein Vater hat mir gesagt, ich darf auf dem Toten Koran lesen. Mein Opa hat mir gesagt, wenn jemand stirbt, dann dürfen wir uns allesamt in der Moschee versammeln und Khatma machen. Jeder liest einen Teil vom Koran. Wie viele Leute verheiraten ihre Kinder mit Zwang und sie sagen, unsere Tradition sagt das. Sie verheirateten den Jungen mit dem Mädchen und diese Religion hat dieses nicht geboten. Wie viele in der heutigen Zeit immer noch von einigen Muslimen, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann warten sie vor dem Schlafzimmer, auf dass das Bettlaken herausgebracht wird, wo Blut darauf ist, um zu beweisen, dass diese beiden Geschlechtsverkehr miteinander hatten. Wer hat uns so etwas beigebracht in der Religion, o Diener Allahs? Wer hat diese Sachen eingeführt? Niemand anderes, außer diese irregehenden Vorfahren. Und andere Leute haben sie nachgemacht. Bis zu einer Zeit, wenn die Leute heutzutage heiraten, ein Mann und eine Frau, dann sagen dir die Leute, wenn du sie fragst, sind sie jetzt verheiratet? Dann sagen sie dir, wir haben die Al-Fatiha gelesen. Sie sehen, dass die Al-Fatiha, die an dieser Stelle eine Bid'ah ist, sie sehen das als einen Grund, dass die Leute heiraten konnten. Eine Säule. Wir haben die Al-Fatiha gelesen, also sind sie jetzt verheiratet. Schaut mal. Und diese Fatiha gehört gar nicht an dieser Stelle. Und wir haben gerade gesagt, jede Ibadah, jede Anbetung und die Heirat ist ebenfalls eine Anbetung, braucht ihren Beweis, o Diener Allahs. Und deswegen verstehe eine Sache, diejenigen, die heute zu dir kommen und dir sagen, wir können mit unserem Verstand auch urteilen, wallahi, das sind die irregehendsten Leute. Allah Azza wa Jal sagt, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Eine Frage, o Diener Allahs. Wo hat Allah zwischen der Gehorsamkeit zu ihm und der Gehorsamkeit zum Propheten Muhammad s.a.w. dir Platz gelassen für deinen eigenen Verstand? Wo? Es kann sein, dass du aus dieser Eier mehr entnimmst als die Gelehrten. Wo hat Allah dir Platz für deinen Verstand gelassen? Nein. Wenn du hörst, Allah sagt oder sein Gesandter sagt, dann musst du dich daran halten. Und wehe dir, dass du nach deinem Verstand urteilst, wie einige Irregehende das in der heutigen Zeit gemacht haben. Wenn Allah eine Sache bestimmt und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dann obliegt dir als Muslim nur zu folgen. Du sagst, ich höre und gehorche. Und niemals darfst du diesem entgegentreten, wenn du ein wahrhaftiger Muslim bist. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns eine Lösung gegeben für alles. Er sagte, فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَبُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der diese Zeit erreichen wird, wo die Menschen alle in dieser Religion etwas hereinführen werden, so soll er sich an meiner Sunna halten. Und der Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf beste Art und Weise gefolgt sind, so ist für dich kein Platz mehr, nach deinem eigenen Verstand zu urteilen. Dass du sagst, die Tradition ist mir wichtiger als die Religion, dann sei dir sicher, wenn das deine Ansicht ist, ist der Kufr dir wichtiger als der Iman. Das sollst du genau wissen, o Diener Allahs. Denn Allah befiehlt dir, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Folgt dem, was euch von eurem Herrn offenbart worden ist und folgt nicht anderen Beschützern außer Allah, wie wenig ihr nachdenkt. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, und er möchte, dass du den Beweis folgst, o Diener Allahs. Ich habe dir gesagt, es ist ganz egal, was irgendeine Person sagt, selbst von den größten Gelehrten. Wenn seine Aussage gegen die Aussage von Kitab und Sunna steht, wir lassen den Gelehrten zur Seite mit seiner Ansicht und folgen Koran und Sunna. So hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das beigebracht. Allah azza wa jalla sagt, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Ist denn derjenige, der sich auf einen Beweis stützt, wie jemand,
der seinem Gelüst folgt, sind die gleich. Allah stellt die beiden Leute gegenüber. Entweder folgst du dem Beweis oder du folgst dem Gelüst. Und wenn du dem Gelüst folgst, so wisse, Allah Azza wa Jal hat ein Höllenfeuer erschaffen, da kommen eben genau diejenigen herein, die ihrem Gelüst gefolgt sind. Und ich hoffe, dass meine Geschwister eine Sache heute verstanden haben. Das ist eine Krankheit, die sich in der Umma eingeschlichen hat. Über Jahre natürlich, nein, über Jahrhunderte sogar. Bis die Leute heute, wenn sie bestimmte Handlungen sehen, dann denken sie, dieses ist eine Sunna. Und das ist falsch. Sondern wir müssen die Sunna wiederbeleben. Und derjenige, der die Sunna wiederbelebt, so wird er einen gewaltigen Lohn bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, man da'a ila huda. Derjenige, der zur Rechtleitung ruft, eine gute Tat. So gehört ihm der Lohn wie den Lohn derjenigen, die ihm dabei gefolgt sind. Und alle Überlieferungen, die die Leute heute erzählen, um die Bid'a zu rechtfertigen, sind nicht so, wie die Leute erzählen, sondern sie versuchen, die Muslime zu betrügen. Denn wenn du die gesamten Überlieferungen lesen würdest, und sie geben dir nur einen Teil. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Wehe den Betenden! Können wir die Eier so stehen lassen? Die Muslime werden durcheinander sein. Wehe den Betenden! Allah droht den Betenden! Lies weiter! Lies weiter, O Diener Allahs! فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Diejenigen, die in ihren Gebeten nachlässig sind. Wenn wir nur einen Teil nehmen und den anderen Teil auslassen, wie das die Mubtadi'in heute machen, die Erneuerer, liebe Geschwister, dann ist das genau ihre Masche, dass sie diese Bid'ah begründen wollen, aber derjenige, der fest ist im Wissen, derjenige, der seine Religion lernt, derjenige, der der Rechtleitung folgen möchte, ey Wallah, so wird Allah Azza wa Jal ihm schützen und wisse, Allah gehört dieser Religion. Niemand hat das Recht, von dieser Religion nur einen Buchstaben abzuziehen oder einen Buchstaben hinzuzufügen. Wenn du dieses verstanden hast und danach lebst und du fragst jedes Mal die Leute des Wissens, bevor du eine Tat machst, so gehörst du zu den Rechtgeleiteten. Möge Allah Azza wa Jal uns befestigen. Möge Allah Azza wa Jal uns am Tage der Auferstehung vom Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam treten lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns an diesem Tag nicht von ihm entfernen. Möge Allah Azza wa Jal die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu einem Grund machen, dass wir in das Paradies hereingehen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.